Seid gegrüßt, liebe Pupsi Army. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing-Video von mir. Ich hoffe, es wird noch nicht langweilig. Ja, es handelt sich um eine kleine Raritätenbestellung von der Feuerwerksvitrine. Bevor ich das Paket aber aufmache, möchte ich mich nochmal ganz herzlich über das äußerst positive Feedback zum letzten Video bedanken. Also zu meinem Vlog über den Pyrotag mit meinem Kumpel. Und natürlich auch über die doch recht vielen neuen Abonnenten, hat mich sehr gefreut. Ja, und ich hoffe, euch einfach weiterhin guten Content bieten zu können. Aber genug der Rede, wir fangen jetzt mal an, das Paket zu öffnen. Haben wir es schon. In Ordnung. Fangen wir erstmal an. Verpackungsmaterial entfernen wir. Da ist wieder ganz schön gut was drin an Verpackungszeug. Weg damit. So. Jetzt haben wir es. Hier geht's los. Als allererstes haben wir hier Super Böller 2 von Weco mit dem alten Warnzeichen. Das sind wirklich richtig fette Stangen. Das sind auch noch unheimlich geile Böller. Päckchen ist hier eingerissen, aber man kann schon sehen, dass die doch für eine unheimlich fette Wandung haben. Also das sind richtig, richtig fette Stangen und richtig hart. Also coole Dinger. Weiter geht's mit noch mehr alten Weco-Böllern, und zwar den China-Krachern, also Pyro-Crackern. Auch altes Weco-Warnzeichen noch. Und davon nochmal die Super-Böller, die China-Böller B. Genau, die haben leider ein bisschen einen Wasserschaden, aber was soll's. Ändert ja nichts am tollen Böller. Sind aber schon mit grüner Visco. Hier haben wir nochmal den China Böller D von Pyropartner. Hat mal 1,20 Euro gekostet. Bei der Vitrine war er jetzt ein bisschen teurer. Ja, die sind von Nico. Die sind auch noch recht schön. Ich habe sie einfach mal noch mit dazu bestellt, weil ich noch ein paar andere Pyropartner Böller habe. Kann man doch, denke ich mal, einen ganz guten Vergleich machen. Oh, hier sind die A-Böller. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das Päckchen ist ganz schön ramponiert. Also Vitrinenleute, wenn ihr das seht, packt eure Pakete bitte besser. Das ist scheiße, sowas. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut, da kann man mal so einen Böller rausnehmen. Also wie ihr seht, die sind auch noch schön gewandet. Auch unten noch recht dick. Ja, bisschen blöd, aber was soll's. Hier haben wir China Böller A mit dem Tannenwald-Logo von Feistel. Das sind meiner Meinung nach auch so mit die besten A-Böller, die man auch noch bekommt. Also die haben es richtig drauf. Das nächste hier sind dann Dragonbanger. Und zwar, ja, Dragonbanger B müssten das sein. Packet Cracker mit Ä steht drauf, also das ist ein bisschen so ein Fehldruck, ja, aber das müssten die B sein. Paket auch ein bisschen ramponiert, aber nicht so schlimm wie das Pyropartner Päckchen. Weiter im Text. Hier haben wir die Super Böller 1 von Pyropartner. Ja, das Päckchen schaut schön aus, habe mich ein bisschen geärgert, ich habe jetzt gesehen, jetzt haben sie auch noch die Super Böller 2 im Angebot. Also hätte ich eine Woche gewartet, hätte ich die auch noch mitbestellt. Ist ein bisschen blöd. Aber gut, was soll's. Vielleicht bestelle ich ja nochmal. Hier haben wir was Aktuelleres, und zwar deutschen Kracher Helios. Ja, Helios Feuerwerk mit VPI. Also auch nicht mehr taufrisch, aber auch nicht mehr, also auch nicht wirklich alt. Aber hatte ich noch nicht in meiner Reibbahnsammlung. Dann haben wir hier den bunten Böllerbeutel Nummer 6 ist das. Das ist der aktuellste. Den stelle ich euch gleich nochmal extra vor. Und hier haben wir noch was Schönes mit dem alten Tigerhead Brand und dem Tannenwald Logo drauf von Feistel Feuerwerk Packet Cracker. Das sind wirklich ältere, die sind schön. Ja, dann haben wir hier nochmal den Dragonbanger Mix von der Feuerwerksvitrine exklusiv zusammengestellt. Also da sind ja hier B-Böller drin, A-Böller, Pyro-Cracker, zwei Päckchen, ja, zwei A, Lady-Cracker, alle bunt gemischt. Der war auch recht billig, der kam glaube ich gerade mal 11 Euro. Den dachte ich mir, nimmst du mit. Und das einzige wirklich aktuelle
sind hier ein paar Panda-Böller, da sind zweimal D-Böller und zweimal Super-Böller 2 drin. Das ist das Knallhart-Sortiment. Das habe ich einfach mal genommen, weil ich hatte davon mal die B-Böller waren es, glaube ich, und die fand ich gar nicht so schlecht, obwohl alle die mies geredet hatten. Deswegen dachte ich mir, komm, teste die mal, nimm sie mit, die haben 2 oder 3 Euro gekostet. Ja, das war es dann auch schon von meiner kleinen Bestellung, waren trotzdem rund 80 Euro. Ja, das war's und bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.